Dann herzlich willkommen zur Veranstaltung mit Schwung ins dritte Semester dieses Jahr. In der Veranstaltung soll es jetzt darum gehen, den jetzigen Drittsemestern aufzuzeigen, was normalerweise im Semester passiert. Auch jetzt gerade, es soll wieder den Übergang gehen von Online-Uni in die Präsenz wieder. Und ja, generell das Standardprogramm soll besprochen werden, aber auch Programm, was Sie einschlagen können, wenn jetzt irgendwelche Prüfungen nicht bestanden worden sein sollten im zweiten Semester oder ähnliches. Auch soll dann vermehrt Fokus gelegt werden auf, wie wähle ich Dinge. Also im dritten Semester geht es dann eben los mit dem Wahlfach zum Beispiel oder ähnlichem. Und ja, da sollte ich auf die Folie gehen. Da wollen wir Sie eben darüber aufklären. Dann einmal zur Vorstellung vom Team. Mein Name ist André Niklas, ich bin hilfswissenschaftlicher Mitarbeiter bei Frau Glaubitz und ich studiere im 9. Semester Bachelor Informatik. Ja, ich glaube, du könntest zu allen was sagen, aber moin, ich bin Benny. Ich bin auch Hiwi bei Christine Glaubitz und studiere jetzt im 7. Info-Bachelor. Genau, hi, ich bin Chrissy, ich bin jetzt im 5. Semester Bachelor Informatik. Hallo, ich bin Christine Glaubitz. Ich bin eine akademische Mitarbeiterin in Fakultät für Informatik. Ich arbeite in die Informatik Studiengang Services und sind hier, Sie zu unterstützen in die Studieneingangsphase. Bonite? Hallo, mein Name ist Andrea Nitsche, ich bin vom MINT-Kolleg und ich nehme heute teil, um Ihnen nochmal die Unterstützungskurse des MINT-Kollegs vorzustellen. Genau, dann zur Agenda generell. Es soll um die Module gehen, die Pflichtmodule, die im dritten Semester belegt werden sollten. Dann um die Nebenfächer, die man zur Auswahl hat, die verschiedenen Unterstützungsangebote, die auch weiterhin angeboten werden für Sie. Dann um Tipps und Tricks. Und schließlich am Ende soll es noch ein Q&A geben mit uns und dem MINT-Kolleg und der Landpartnerbörse. Und ja, dann die Pflichtmodule. Das ist einmal Betriebssysteme, die Praxis der Softwareentwicklung, PSE, Wahrscheinlichkeitstheorie, die theoretischen Grundlagen der Informatik oder TGI und Rechnerorganisation, die zusammen mit Digitaltechnik und Entwurfsverfahren, glaube ich, heißt es, in der TI-Prüfung zusammen den Abschluss finden sollten. Und ja, zusätzlich dazu, wenn man die ECTS mal zusammenrechnet, sind das noch keine 30. Deswegen, manche Nebenfächer fangen im Wintersemester an und vielleicht haben Sie noch das ein oder andere zum Nachholen. Dann einmal weiter. Jetzt erklären wir kurz mal, was die Module so umfassen. Also in Betriebssysteme soll es eben, wie der Name schon sagt, um Betriebssysteme gehen. Generell, wie es funktioniert, wie Kernel-Eintritte funktionieren und Prozesse, Scheduling, sowas alles. Es wird in C programmiert. Es gibt freiwillige Übungsblätter, die sind vom Aufwand nicht wenig, aber für die Klausurvorbereitung, gerade für den C-Teil, ist es nicht schlecht. Dann gibt es eben noch die Tutoriumsblätter, die parallel zum Tutorium oder gerade für die Tutoren und für die Bearbeitung in den Tutorien ausgegeben werden. Und wenn Sie sich entscheiden sollten, die nicht zu bearbeiten, dann können Sie trotzdem die Lösungen anschauen. Die Klausur ist eine 3-Stunden-Klausur, die in Theorie- und Praxisteil aufgeteilt ist. Also Sie bekommen am Anfang die komplette Klausur, aber es ist eben so gedacht, dass Sie die Zeit aufteilen können. Ja, und dafür ist die Vorbereitung für C-Programmieren aus dem Übungsbetrieb nicht schlecht. Dann für theoretische Grundlagen der Informatik, da geht es eben quasi GBI 2. Es geht um Automaten, Komplexitätstheorie. Diese ganzen Sachen. Es gibt dort einen Übungsschein, der einen Klausurbonus gibt. Das heißt, bei 25% der Punkte im Übungsschein gibt es einen Zusatzpunkt, bei 50% zwei, bei 75% drei. Und diese Blätter werden im zweiwöchigen Turnus abgegeben und die Abgabe zu zweit ist möglich. Daher in TGI empfiehlt sich das auch, weil dort Übung eben auch wichtig ist. Genau, am Ende glaube ich standardmäßig 2-stündige Klausur für die 6 ECTS. Dann das PSE, das wahrscheinlich prominenteste Modul aus dem dritten Semester.
wo es darum geht, im Team eine vollständige Softwarelösung zu entwickeln, je nachdem von welchem Institut oder vom Fraunhofer das gestellt wird, in unterschiedlichen Bereichen. Und es soll eben nach dem Wasserfallmodell ablaufen, dass Sie eben einmal diesen Ablauf gesehen haben. Die Plätze sind begrenzt, deswegen kann es sein, dass hier ein bisschen Unsicherheit entsteht, oder Planungsunsicherheit, weil eben nicht fest damit gerechnet werden kann. Die Veranstaltung dazu, die Auftaktveranstaltung, wird am 22. stattfinden. Das ist der Freitag. Freitag, ja. Und das ist relativ aufwendig unter dem Semester. Das zieht sich dann bis in die Klausurenphase dieses Semesters rein. Aber man kann sich mit Leuten anmelden, die man kennt. Die Teamgröße wird um die 5 bis 6 Leute sein. Und ja, also wenn Sie Kommilitonen kennen, die ebenfalls PSE belegen wollen, dann melden Sie sich zusammen an, wenn Sie das so möchten. Genau. Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung und der Statistik. Ganz wird man die Mathematik im dritten Semester noch nicht los. Deswegen geht es mit 4,5 ECTS mit Stochastik weiter. Wahrscheinlichkeitstheorie, Modellierung gibt es auch noch. Es gibt freiwillige Übungsblätter, die keinen Klausurbonus geben, aber wieder zur Übung natürlich nicht schlecht. Das Modul ist so unter den Studenten so das einfachere Mathefach, da man in die Klausur sowohl einen Taschenrechner als auch Skript und Folien mitnehmen darf. Für 4,5 ECTS, habe ich glaube ich schon gesagt. So, dann Rechnerorganisation, der zweite Teil von TI und dann eben die Klausur. Hier geht es dann um den Prozessoraufbau, Caches, Speicherverwaltung, also wie das eben im Rechner abläuft. Es gibt wieder einen Übungsbetrieb, selber Klausurbonus wie in DT. Das heißt, bei mehr als 50% der Punkte gibt es, glaube ich, 2 extra Punkte. Zusammen mit dem Übungsschein von DT könnten es dann bis zu 4 werden. Und die Klausur umfasst 12 ECTS. Aber die Altklausuren sollten das Lernen darauf vereinfachen und die Bearbeitung des Übungsscheins natürlich auch. Gut, dann übergebe ich mal an Chrissy. Super, dann mache ich mal mit den Nebenfächern weiter. Ab dem dritten Semester sollte man sich nämlich auch mit den Nebenfächern beschäftigen, also sich überlegen, wann mache ich überhaupt was. Aufgelistet sind hier alle Nebenfächer, die möglich sind. Man kann aber auch auf Antrag andere Nebenfächer machen, wie zum Beispiel Philosophie. Das kann man dann einfach mal probieren, je nachdem, was für Interesse man hat. Auf dem Schaubild sind verschiedene Farben dargestellt. Das Grüne heißt, dass das Nebenfach im Wintersemester beginnt und das Blaue heißt, dass das Nebenfach im Sommersemester beginnt. Man muss beim Nebenfach insgesamt 21 Leistungspunkte erbringen, aber man kann dann zwischen verschiedenen Vorlesungen teilweise wählen. Genau. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, Stammmodule zu wählen. Das Farbschema ist hier gleich. Die blauen Sachen sind im Sommersemester, die grünen Sachen sind im Wintersemester. Und im Modulhandbuch steht auch mehr zum Inhalt der Fächer. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuschauen und vielleicht so ein bisschen Motivation zu bekommen und zu sehen, was kann ich denn noch alles machen. Wichtig zu beachten bei den Stammmodulen ist noch, dass man 2 der Stammmodule im Bachelor machen muss und 4 der Module im Master machen muss und dass der Pool davon derselbe ist. Also im Master kommen nicht mehr Stammmodule hinzu, sondern man muss aus demselben Pool dienen und dann kann man so ein bisschen strategisch wählen. Was interessiert mich mehr, aber wo habe ich vielleicht die schlechtere Note oder eine schlechtere Chancen auf eine gute Note? Das wähle ich vielleicht eher im Bachelor. Und wo habe ich vielleicht die bessere Note oder das größte Interesse und will es mir eher auf dem Master aufheben, je nachdem, wie man da tickt, dass man da einfach schauen kann und planen kann. Ich würde gerade noch eine Frage aus dem Chat beantworten, und zwar, ob man im dritten Semester sich für ein Wahlfach entscheiden muss. Die Wahl in dem Sinne erfolgt, indem man die Prüfung schreibt. Also man muss sich für keine Vorlesung oder so anmelden. Sie besuchen die Vorlesung einfach ganz normal und schreiben dann eben die
erste oder die ersten paar Vorlesungen dieses Klausuren dieses Semester. Aber sobald die Klausuren geschrieben wurden, dann ist die Wahl quasi fest, dass sie dann dieses Wahlfach, diese Wahlpflichtmodule, Nebenfach belegen. Genau, dann weiter geht's. Genau, also man muss es nicht machen, aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich ab dem dritten Semester so ein bisschen Gedanken zu machen, gerade auch, weil, wie gerade schon gesehen, gibt es manches mal im Wintersemester und manches mal im Sommersemester. Und da kann man dann auch planen, wie man was hört, und man kann dann auch so ein bisschen auch seine Woche jetzt schon planen. Und genau, also das ist so jetzt das erste Semester, in dem man überhaupt das sehen kann, was dann nicht mehr ganz so zum Grundstudium gehört. Und sucht euch einfach heraus, was euch interessiert und was euch Spaß macht. Und wie gesagt, da ist das Modulhandbuch ganz informativ. So, zu den Lerntipps. Auf jeden Fall macht euch möglichst einen Lernplan, vielleicht einen Online-Kalender oder so To-Dos für jeden Tag. Das, was einfach für sie passt. Da sind auch Online- und Offline-Treffen mit der Lerngruppe ganz wichtig. Auch, dass man vielleicht auch einen Ausgleich hat. Man kann sich ja dann mit der Lerngruppe zusammensetzen und danach noch was gemeinsam machen, um so ein bisschen von der Uni abzuschalten. Wichtig zum Lernen sind dann auch die Tutorien. Da wird der Stoff dann meistens wiederholt. Die Fragen klären sich. Der Stoff wird auch ein bisschen anders dargestellt als in der Vorlesung. Und es hilft einfach meistens, wenn man dann nochmal in einer kleineren Gruppe zusammensitzt. Was bei den meisten Leuten bei Easy hilft, sind Anki-Karteikarten, sodass man den Stoff jede Woche nochmal ein bisschen durchgehen kann, dass man sagen kann, ich mache jetzt mal jeden Tag 10 Karteikarten, die ich dann neu lerne und wiederhole nochmal 10, dass es einfach im Gedächtnis bleibt. Dann hat man nicht mehr so viel für die Klausurenphase einfach zu tun. Und hat auch so eine Übersicht, was man jetzt schon kann und was nicht. Es gibt auch weitere Informationsseiten für Lerntipps. Das sind die Info-Bits and Bytes von Easy. Das ist das House of Competence und das Zentrum Mediales Lernen. Und da jetzt ja die letzten 2 Semester online waren und sich vielleicht noch ein bisschen die Lerngruppen gespalten haben, nochmal die Erinnerung, wie finde ich eine Lerngruppe. Im Tutorium kann man einfach Leute ansprechen. So habe ich das damals auch gemacht. Ich habe mich einfach neben Leute gesetzt und habe so gesagt, so hey, such dir auch eine Lerngruppe. Und genau. Informativ ist da auch der Discord-Server der Fachschaft Mathematik und Informatik. Da kann man auf das jeweilige Fach dann einfach reingehen und sagen, so ja, braucht jemand noch eine Lerngruppe? Gibt die Lernbörse vom HOC, da kann man dann auch fachspezifisch jemanden suchen, die Artis-Mailingliste und die Fachschafts-Mailingliste. Und das ist jetzt noch ein Linienplan vom Zentrum für Mediales Lernen, der so ein bisschen abarbeitet, welche Schritte geht man denn eigentlich im Studium lang. Ihr seid jetzt im lilanen Bereich und solltet dann euch dann auch dementsprechend Gedanken für die aufgelisteten Bereiche machen. Also wann soll ich denn Praktika machen? Wann mache ich Workshops? Will ich ein Auslandssemester machen und so weiter? Das sind jetzt einfach die Schritte, die man geht. Wann habe ich was vor und was sind denn meine weiteren Ziele im Studium? Und dann will ich mit diesen Informationen einfach an die Frau Nische vom MINT-Kolleg weitergeben, dass sie dann noch was davon vortragen kann. Sehr gerne, Dankeschön. Ich möchte Ihnen heute kurz die MINT-Angebote vorstellen. Ich denke, dass viele von Ihnen bereits die Kurse auch gebucht haben und eben auch mit der Problematik konfrontiert sind, dass viele der Kurse ausgebucht sind. Dazu werde ich auch gleich was sagen. Für diejenigen von Ihnen, die uns noch nicht kennen, wir sind eine Dienstleistungseinheit am
KIT, die sich um die Studienanfänger kümmert, beziehungsweise um die Studierenden in den ersten drei Fachsemestern. Wir haben Unterstützungskurse zu den großen Vorlesungen in Ihrem Studiengang Lineare Algebra 1 und 2 und ein analoges Angebot zu den Vorlesungen HM1 und HM2. Darüber hinaus haben wir auch immer jeweils im Wintersemester einen MINT-Kurs zu Analysis 1 und im Sommersemester einen MINT-Kurs zu Analysis 2 für die Lehramtskandidaten unter Ihnen. Jetzt im Wintersemester ist es so, dass die Kurse alle in Präsenz stattfinden. Das wollen wir da auch so sozusagen umsetzen. Und das führt natürlich auch zu dem Problem, dass die Kapazität begrenzt ist. Aber dazu sage ich auch gleich noch was. Sie haben auch die Möglichkeit, Online-Sprechstunden zu vereinbaren. Die Sprechstunden können Sie bei uns über die Webseite bzw. über das Anmeldesystem buchen. Und da können Sie sich quasi beraten lassen, also inhaltlich. Für uns ist das jetzt sozusagen ein relativ neues Angebot. Wir müssen einfach schauen, wie die Nachfrage ist. Denn je nachdem, wenn natürlich die Sprechstunden sehr angenommen werden, dann müssen wir das sozusagen weiterentwickeln und müssen schauen, wie wir die Fragen eventuell bündeln können. Wir haben noch sonstige Angebote, zum Beispiel Kurse zur Informatik. Dazu muss ich allerdings sagen, das sind Kurse, die wir jetzt nicht spezifisch oder speziell für die Informatiker konzipiert haben, sondern das sind Kurse eher für naturwissenschaftliche, ingenieurwissenschaftliche Studiengänge, die Programmierkenntnisse benötigen. Es ist aber so, dass wir Informatiker nicht ablehnen. Das heißt, wenn Sie wirklich ganz große Probleme haben sollten, in Sachen Programmieren, also das ist ein Programmierkurs, keine theoretische Informatik, dann können Sie gerne in die Kurse kommen. Generell ist unser Kurskonzept so, dass wir den Stoff, den Sie ja in den Vorlesungen haben, vertiefen und Sie haben die Möglichkeiten, Übungsblätter zu lösen und Sie werden natürlich betreut von den Kollegen. Genau, es ist freiwillig, das wissen Sie wahrscheinlich, es ist kostenlos. Es ist allerdings natürlich schon ziemlich zeitintensiv, zusätzlich zu den Vorlesungen, die Sie noch haben. Das sagen wir auch gerne dazu, damit Sie nicht überrascht werden sozusagen. Genau, die nächste Folie bitte. Genau, ich werde Ihnen jetzt ganz kurz die Kurse zeigen und Sie sehen auch schon bei der ersten Folie zu den Kursen zu Lineare Algebra 1, die Kurse sind größtenteils ausgebucht. Die einzige, die nicht ausgebucht war gestern, war die Zusatzübung 2, die ist inzwischen auch ausgebucht. Wir haben diese Woche auch schon mehrfach diskutiert, wie wir damit umgehen. Wir haben zwei Dinge gemacht. Zum einen haben wir die Kursplätze aufgestockt. Also wir haben die Räume bis zum letzten Zentimeter sozusagen bestuhlt und so, dass das noch Corona-konform ist. Und wir überlegen jetzt eben, wie wir dann mit den Wartelisten umgehen. Ganz wichtig ist es, dass Sie sich anmelden, auch für die Warteliste. Weil nur so wissen wir, wie die Nachfrage ist, wie der Bedarf ist und nur so können wir dann reagieren. Wir werden die erste Woche natürlich abwarten. Wir werden schauen, wer kommt von denjenigen, die schon angemeldet sind, wie viele Kursplätze haben wir noch zur Verfügung und werden so auch die Wartelisten oder von den Wartelisten nachrücken lassen. Ganz wichtig ist es, bitte kommen Sie nicht, wenn Sie auf der Warteliste stehen. Das ist ganz wichtig, weil wir haben jetzt Corona-Zeiten und wir werden auch die 3Gs prüfen und wir werden tatsächlich nur wirklich die Stühle sozusagen besetzen lassen, die wir haben und ansonsten hat man nicht die Möglichkeit, irgendwo im Raum auf dem Boden zu sitzen, weil das einfach nicht machbar ist. Und
Die zweite Bitte von mir wäre, wenn Sie sich angemeldet haben und feststellen, ich brauche den Kurs nicht, dann stornieren Sie bitte den Kurs, damit wir wissen, wie viele Kursplätze wir tatsächlich zur Verfügung haben und eben von der Warteliste nachrücken können. Wir werden alles dafür tun, dass wir die Wartelisten auch bedienen können. Wir werden auch schauen, wie die anderen Kurse von uns belegt sind und eventuell eben umplanen, was unser Deputat betrifft. Aber irgendwo ist natürlich auch unser Deputat endlich. Aber wir werden es auf jeden Fall versuchen. So viel zu linearen Algebra 1. Jetzt kommen wir zu LA 2. Auch da ist der Kurs ausgebucht. Wir hätten noch Plätze in der Zusatzübung. Und auch da tragen Sie sich bitte auf die Warteliste ein bei dem Kurs. Nächste Folie bitte. Genau. Dann haben wir die Angebote zu Heim 1 und 2. Auch da haben wir zwei Heim 1 Kurse. Beide sind ausgebucht und die Warteliste ist auch schon sehr lang, aber wie gesagt, tragen Sie sich ein. Und im Heim-2-Kurs wären noch Kapazitäten frei. Und dann schlussendlich der Kurs Analysis 1 für die Lehramtskandidaten. Da haben wir noch Kursplätze frei. Da können Sie sich gerne anmelden. Genau. Und da sehe ich jetzt Fragen im Chat. Wo finde ich das MINT-Kolleg in Präsenz? Sie finden uns im Gebäude 4050, Engler-Buntering 1b. Also Gebäude 4050. Genau, das war die einzige Frage. Richtig, Frau Glaubitz? Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen. Ja, ich glaube, das war die einzige. Vielleicht geben wir ganz kurz die Zeit, Leute Fragen zu stellen können wegen MINT-Kolleg, weil ich weiß, dass sie einen anderen Termin haben. Dafür, wenn Sie haben Fragen, bitte stellt es sofort in den Chatbereich, dass wir dem antworten können. Genau, also gerne fragen Sie mich. Ich denke, das Wichtigste ist wirklich zunächst einmal, wenn Sie Bedarf haben, dass Sie sich anmelden, auch wenn es für die Warteliste ist. Da kommt eine, also wird LA2 MINT auch im Wintersemester angeboten? Ja. Also wir haben sowohl LA1 als auch LA2 Kurse. Oder LA1 MINT Kurse und LA2 MINT Kurse. Genau, eine sehr gute Frage. Wir hatten das auch diskutiert, kurz mit Frau Glaubitz vor dieser Veranstaltung. Bleiben die MINT-Videos Emilias vom letzten Semester online? Ich werde das auf jeden Fall mit den Kollegen besprechen. Ich denke, da spricht überhaupt nichts dagegen. Und der Herr Hase und der Herr Rapedius, die das dieses Semester machen, Herr Hase ist ja schon lange dabei, ein alter Hase sozusagen, sie werden das mit Sicherheit machen. Was wir noch so ein bisschen diskutiert haben, war, vielleicht gibt es unter Ihnen auch Studierende, die einfach sozusagen eine Unterstützung durch Online-Materialien benötigen. Da werden wir überlegen, ob wir sie dann mit Online-Materialien versorgen, so dass sie dann vielleicht ihren Kursplatz für andere zur Verfügung stellen können, die das wirklich brauchen. Aber das müssen wir nochmal intern diskutieren, wie wir damit umgehen. Wir sind sehr flexibel und wir überlegen irgendwie jeden Tag neue Lösungen. Deswegen bleiben Sie bitte geduldig. Wir kümmern uns darum. Oft ist es für uns die erste Woche, die Woche, wo wir einfach sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Aber mit Sicherheit werden wir spätestens in der zweiten Woche dann auch schon die Wartelisten bearbeitet haben, sodass Sie von uns dann eine Rückmeldung bekommen. Genau, bezüglich des MINT-Baues kann man noch sagen, der MINT-Bau, jetzt, wer sich jetzt nicht unter 4050 irgendwas vorstellen kann, der ist hinterm Audimax, das ist dieses neue oder relativ neue graue Gebäude. Also ja, genau. Dort kann man das MINT-Kolleg finden.
Genau, was ist jetzt, wenn man eine Klausur nicht bestanden hat? Das ist sozusagen jetzt der nächste Teil und ich sage mal, das passiert immer mal oder das kann man immer mal recht schnell passieren, dass man durch eine Klausur fällt, weil irgendwas drankommt, wo man nicht, sich nicht darauf spezialisiert hat oder nicht genau gelernt hat. Und wichtig ist aber, dass man hier nicht verzweifelt, sondern wie dieses Schaubild hier rechts unten darstellt, hat man immer noch einen Zweitversuch, wo man auch genau nochmal machen kann, also nochmal eine 1 bis eine 4 schreiben kann. Das heißt, da ist noch gar nichts sozusagen verloren. Man kann es positiv sehen, man hat schon mal eine Erfahrung gemacht, hier die Klausur zu schreiben. Es gibt immer Semester, wo die Klausur ein bisschen schwerer ist, ein bisschen leichter ist. Und genau, vielleicht wird es beim Zweitversuch besser. Ansonsten, falls man da auch noch durchfallen sollte, gibt es noch die mündliche Nachprüfung. Das ist dann, wie gesagt, mündlich bei dem Dozenten meistens. Da ist wichtig, dass man den Dozenten selbst anschreibt. Das heißt, wenn man durchfällt, kann man in die Einsicht gehen und wenn dann eigentlich klar ist, dass man, wie gesagt, nicht bestanden hat, kann man sich zeitnah um einen Prüfungstermin kümmern. Genau. Und ja, wichtig ist hier zu sagen, dass wenn man die mündliche Nachprüfung besteht, dass man nur eine 4,0 bekommt. Das heißt, man kann sich nicht bessern, auch wenn man jetzt die perfekte mündliche Prüfung ablegt, bleibt es bei einer 4,0. Genau. Jetzt ist so, was ist, wenn man die mündliche Nachprüfung nicht besteht, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, einen Härtefallantrag zu stellen. Das heißt, diesen kann man stellen und dann hat man nochmal die Möglichkeit, einen Zweitversuch abzulegen, bei dem man auch wieder eine 1,0 bis eine 4 schreiben kann. Und genau, danach gibt es wieder eine mündliche Nachprüfung. Und wichtig ist, dass man hier auch wieder nur eine 4,0 schaffen kann. Und ja, Problem ist, wenn man da dann durchfällt bei der mündlichen Nachprüfung, der Wiederholung sozusagen, dass dann, bekommt man da eine 5,0 und ist exmatrikuliert. Genau. Ja. Nächste Folie. Achso, ganz wichtig ist, dass es bei Orientierungsprüfungen nicht gilt. Zum Beispiel GBI oder ja, LA1 oder so, ist wichtig, dass man da eigentlich normalerweise keinen Härtefallantrag stellen kann. Das ist zum Beispiel dadurch begründet, dass wenn man die Orientierungsprüfungen nach dem zweiten Versuch nicht schafft, und dann nochmal in den dritten Versuch geht sozusagen, dass sich das dann relativ lang rauszögert und es dann auch genau unwahrscheinlich ist, dass man dann das Studium in geraumer Zeit abschließen kann oder genau. Und dass immer noch die Orientierungsprüfungen sind und das die Basis für das weitere Studium legt, sollte man die schon innerhalb der ersten zwei Versuche bestehen. Genau, jetzt ist die Frage, okay, wenn man gemerkt hat, im zweiten Semester oder im ersten Semester, es wird vielleicht ein bisschen viel und man was geschoben hat, dann kennt man dieses Phänomen schon. Aber bevor man sich am Ende komplett stresst und für 6 Klausuren gleichzeitig lernt, ist es besser, dass man früh was schiebt oder was relativ früh entscheidet, irgendwas zu schieben. Das bedeutet zum Beispiel, das dritte Semester ist im Normalfall sehr voll mit PSE, TGI und Betriebssysteme, diese drei Fächer brauchen eigentlich immer sehr viel Zeit, weil man bei PSE immer noch das letzte bisschen rausholen möchte oder das dann doch ein bisschen viel Aufwand ist oder weil die Gruppe vielleicht nicht optimal ist. Und dann kann es sehr schnell passieren, dass man eine dieser drei oder einer dieser Module im dritten Semester schieben möchte. Wichtig ist, dass man, wie gesagt, früh entscheidet. Das heißt, es lohnt sich nicht, alle Fächer bis zum Ende in jeder Vorlesung zu sitzen und dann später zu entscheiden, ich schreibe aber Betriebssysteme und, keine Ahnung, Statistik nicht, weil es mir einfach zu viel wird, dann hätte man die Zeit sich auch ein bisschen sparen können unter dem Semester und für die anderen Fächer aufbringen können. Das heißt, hier ist es wichtig, früh zu entscheiden, zu schieben und auch zu priorisieren, was man schiebt. Zum Beispiel Orientierungsprüfungen müssen priorisiert werden, weil, wie gesagt, im dritten Semester muss man die Orientierungsprüfungen bestanden haben und deswegen die sollte man nicht oder kann man eigentlich nicht nach hinten verschieben. Genau. Als zweites kann man sich überlegen, was für Strukturen sozusagen im Modulhandbuch vorgelegen sind. Das heißt zum Beispiel,
kann man PSE und TGI machen. Wichtig ist zum Beispiel TGI, um später dann für Programmierparadigmen schreiben zu können, weil Propa auch wieder im Wintersemester gehalten wird und TGI sozusagen eigentlich eine Voraussetzung dafür ist. Man kann das auch gleichzeitig hören, aber ja, es ist schon lohnenswert, wenn man TGI davor gehört hat. Genau. Und als drittes kann man sich fragen, macht es nicht vielleicht mehr Sinn, andere Module zu wiederholen? Zum Beispiel LA2 oder HM, gegebenenfalls, wenn man durchgefallen ist oder wenn man sich denkt, ah komm, es wird ein bisschen zu stressig, kann man vielleicht schieben. Dann ist es wichtig, zu entscheiden, okay, auch wenn jetzt keine Vorlesung ist, kann ich dieses Modul immer noch schreiben. Das heißt, ich kann mich zum Beispiel unter dem Semester damit beschäftigen, mit Anki-Karten etc. Und ja, und dafür ein anderes Modul dafür schieben. Das hat den Vorteil, dass zum Beispiel bei LA2 oder HRM der ganze Stoff, den man sich im vorherigen Semester angehört hat, noch recht gut im Kopf bleibt. Das heißt, man hat nicht ein Jahr oder eine Semesterpause, wo man alles verlieren kann oder vergessen kann, sondern man hat direkt den Anschluss und ja, kann sich sozusagen im nächsten Semester direkt mit der Klausur nochmal beschäftigen. Kurze wichtige Zwischenfrage. Die Orientierungsprüfung ist ja bis 4 Semester verlängert, soweit ich weiß, für die, die im Wintersemester 2021 angefangen haben. Das stimmt. Ja, ja, das habe ich jetzt vergessen. Genau. Ja, das alles war gut. Ja, extra. Standardmäßig. Standardmäßig. Vollkommen recht. Standardmäßig 3. Semester jetzt. Ja, Corona-Jahrgang 4. Semester. Und hier zu HM und Linear-Algebra, denk mal, dass man könnte, wenn das frisch im Kopf ist, auch anmelden für MINT-Kolleg, den Stoff regelmäßig bearbeiten, dass man richtig frisch auf dem Stoff bleibt. Einfach, dass man hat eine gute Möglichkeit, dann die Module zu die Prüfung erfolgreich zu schreiben. Genau. Nächste Folie. Ja. Dann gibt es auch dieses Jahr wieder, wie eigentlich jedes Jahr, Fachschaftsangebote. Diesmal jetzt auch mit dem Präsenzunterricht oder mit der Präsenzlehre auch ein bisschen ja, näher an den Studierenden dran. Altklausuren kann man sich immer noch online bestellen oder abholen. Prüfungsprotokolle für irgendwelche mündlichen Prüfungen etc. können auch abgeholt werden. Als nächstes bietet die Fachschaft auch dieses Semester erstmalig wieder ja, Sprechstunden an. Ich glaube, das ist noch am Moment unregelmäßig, aber ja, das wird auch wieder kommen, je nachdem, wie sich die Corona-Situation entwickelt. Und bei Beratung kann man entweder zu dieser Sprechstunde gehen oder auch eine E-Mail schreiben. Da gibt es immer sehr nette Leute dabei, die alles Mögliche über das Studium schon berichten können und sozusagen auch alle möglichen Tipps geben können. Genau. Weitere Informationen ja, kann man auf deren Website genau, nachschauen. FSMI. Uni-Karlsruhe. Oh, jetzt bist du, glaube ich, rausgetappt. Oder hast die. Ich wollte gerade einen Tippfehler korrigieren, den ich gefunden habe, aber jetzt funktioniert es wieder. Ja, jetzt ist es perfekt. Genau, als nächstes gehen wir nochmal kurz auf den ISS ein, der Informatik-Studiengangs-Service. Ja, Website sieht man da oben. Die Folien, wie gesagt, wurde schon im Chat gefragt, werden hochgeladen. Genau, und der ISS ist dafür da, dass sozusagen organisatorische Angelegenheiten für Informatikstudierende geregelt werden. Das heißt, zum Beispiel Studienberatung gemacht wird, was kann man oder wie kann man irgendwelche Sachen in welche Wahlbereiche schieben oder so. Leistungsanerkennungen kann man darüber machen. Wenn man Fragen zum Mastervorzug oder ja, Weiteres hat, kann man sich an die melden. Oder auch die Härtefallanträge werden darüber gemacht, also Formulare sozusagen, was jetzt oder was die was den Informatikstudiengang oder was den Informatikstudiengang beschäftigt, werden hier alle behandelt. Genau. Ist voll. Genau. Ja, weitere Ressourcen vom ISS. Gibt es zum einen hier eine Website, genau, Unterstützung des Studium, die wurde letztes Jahr neu aufgesetzt und dann
hat ein kleines Rebranding bekommen. Das heißt, da stehen jetzt relativ viele Aufgaben, relativ viele Unterstützungsmöglichkeiten drauf. Zum Beispiel sind da auch die Infobytes vertreten oder das Mentoring. Da findet man dann immer einen kleinen Absatz, was es eigentlich ist und genau, wie man da weitere Informationen erlangen kann. Zudem gibt es auch eine Videoreihe, die Easy Bits, Studieren leicht gemacht, auf YouTube und auch auf der KIT-Seite verlinkt, wo zum Beispiel ja, bestimmte Alltagssituationen erklärt werden, zum Beispiel ja, die ersten paar Wochen im Studium oder wie schreibe ich eine Bachelorarbeit etc. Das wird alles genau dort auch unter anderem beantwortet. Genau. Als nächstes gibt es jetzt, wurde auch vorhin schon gefragt, so ein Studienplaner vom ISS. Hier rechts sieht man sozusagen dieses, das ist ein Excel-Sheet, und in dem man seinen Studium planen kann. Das heißt, man sieht, dass man bestimmte Lehrveranstaltungen eintragen kann. Das gilt von Orientierungsprüfungen, jetzt der obere Bereich, zu den weiteren Pflichtmodulen über Wahlmodule. Und so kann man sein Studium planen. Man kann eintragen, was man bestanden hat und welche Note man gegebenenfalls auch geschrieben hat. Rechts stehen dann noch Informationen, ein bisschen aus dem Modulhandbuch extrahiert, was man genau alles nehmen darf, wählen darf oder wo es dann Rahmenbedingungen gibt. Da lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen, gegebenenfalls schon für die nächsten Semester zu planen. Genau, und als zweites gibt es, wie gesagt, diesen Überblickplan, was sozusagen auch nochmal darstellen kann, wann man was hören kann. Kann man, glaube ich, selbst einrichten. Und genau. Genau, als nächstes gibt es noch weitere unterschiedliche Anlaufstellen. Wir hatten also zum Beispiel das ZLB, Zentrum für Lehrerbildung. Dann gibt es den Studierendenservice für Organisatorisches außerhalb des Informatikstudiums. Und das ZSB, Zentrale Studienberatung, wenn man zum Beispiel Zweifel am Studium hat oder über einen Hochschulwechsel nachdenkt, über einen Studiumabbruch nachdenkt. Oder gegebenenfalls auch darüber nachdenkt, okay, wie kann ich das jetzt vielleicht ein bisschen besser planen? Ich bin jetzt schon im, zum Beispiel, ich habe schon meinen Härtefallantrag gestellt, bin schon einmal durchgefallen und jetzt, wie kann ich irgendwie vermeiden, dass ich exmatrikuliert werde, etc. Da kann man sich dann hingehen und, wie gesagt, sich beraten lassen. Genau. Und als letztes gibt es noch die für die Internationals Webseiten, wo man genau Informationen wie bezüglich dies findet. Genau. Und wem das Informatikstudium jetzt zu langweilig ist, der kann ein Parallelstudium anpeilen. Das bedeutet, man studiert zwei Studiengänge gleichzeitig. Hier bietet es zum Beispiel Informatik Mathe an, da es da viele Schnittmengen gibt. Und oder zum Beispiel Informatik Bachelor. Und also normale Informatik und einmal Informatik Bachelor of Education, sodass man da auch noch Lehramt mitstudiert. Und cool ist dabei, dass man dann, wie gesagt, zwei Abschlüsse hat. Einmal Info-Mathe oder einmal Info-Bachelor und einmal Lehramt. Und wichtig ist, dass das nur gemacht werden kann, wenn die U-Prüfung bestanden ist. Also und das muss man zum Semester anfangen. Planen oder zum Beispiel am Anfang ist das erst nur möglich. Das heißt, jetzt leider nicht mehr, aber fürs kommende Semester kann man sich das vornehmen, gegebenenfalls da ein Parallelstudium in Anspruch zu nehmen. Genau. Und Beratung diesbezüglich kann man, wie gesagt, unter dieser E-Mail-Adresse machen. Wichtig ist, dass zum Beispiel sehr viele Fächer auch vom Informatikstudium direkt ins andere Studium sozusagen dann übernommen werden können. Zum Beispiel, wenn man zum Beispiel Informatiker ist und Anna gehört hat, wird das natürlich auch im Mathebereich angerechnet, 1:1. Also das wird sozusagen direkt übernommen. Genau, nächste Folie. Und jetzt möchten wir noch kurz das Studium Lehr-, Lern-, Labor vorstellen. Das ist sozusagen ein kleiner Abteil des KITs, was sozusagen dem Schülerlabor ähnelt. Das ist, so eine Einbettung in die Fachdidaktik, wo Schüler hier ins KIT kommen können und bestimmte Kurse ablegen können oder bestimmte
kleinere Veranstaltungen machen können. Und bei diesem Lehr-Lern-Labor kann man als in einem Hiwi-Job gut tätig sein. Zum Beispiel bekommt man da Kontakt zu echten Schülern. Also man leitet dann wirklich einen kleinen Kurs von, keine Ahnung, 7. bis 10. Klasse und baut dann irgendwelche kleinen Modelle auf. Da zum Beispiel kann man den Schülern schon mal einen Automaten beibringen, wie man jetzt in, keine Ahnung, EBI oder TGI gelernt hat, dass man einen kleinen Automaten sozusagen designen kann. Ja, Vorteil ist, dass man vielfältige Aufgaben hat. Man hat eine Mitarbeit an coolen Projekten und ja, es ist relativ flexible Zeiterteilung. Kumpel arbeitet da, der kann von diesen ganzen Argumenten immer berichten. Und wie gesagt, ein Hiwi-Job wird auch bezahlt und das ist ganz cool. Zudem kann man ja auch seine Abschlussarbeit da absolvieren. Genau. Wenn man noch weitere Informationen dazu möchte, findet ihr Sphere. Einfach auf die Website gehen oder eine E-Mail schreiben, falls ihr ja die Interesse geweckt habt. Genau, und das bringt uns jetzt direkt zum Studiengangwechsel, Lehramt. Wenn man schon darüber nachgedacht hat, Lehrer oder Lehrerin zu werden, bietet sich das immer noch an. Wie auch hier gilt, wenn man Prüfungen schon aus dem Informatikstudium oder wenn man dort Prüfungen schon geschrieben hat, werden diese direkt anerkannt. Zum Beispiel, ja, genau, also zum Beispiel Informatik, also GBI oder so, wird dann direkt übernommen und muss nicht nochmal geschrieben werden, etc. Auch hier ist der Wechsel jederzeit möglich, aber auch hier wieder nur zum Semesteranfang. Das heißt auch wieder erst ab dem Sommersemester. Aber bis dahin kann man sich ja nochmal überlegen. Aber hier so als kleine Anmerkung, das ist möglich und das ist auch gar nicht so schlimm, wenn man wechselt oder wenn man keine Punkte verliert, wenn man meistens sich alles anrechnen lassen kann. Genau, und die Erfahrungen kann man dafür im Lehr-Lern-Labor sammeln und ja, so als kleinen Werbeflock. Und ja, jetzt kommen wir zum Q&A. Also falls ihr Fragen habt, postet sie einfach in den Chat. Ihr könnt darauf eingehen. Wir haben, glaube ich, auch noch ein paar von vorhin, ja, die ein bisschen zu lange waren.